Marco Bucker, du hast deinen Vertrag um ein weiteres Jahr bei den Black Wings verlängert. Erzähl uns ganz kurz, wie es zu diesem Signing gekommen ist. Ja, wie gesagt, die Saison ist leider im Viertelfinale sind ausgeschieden gegen Bozen und dann danach haben im Grunde die Gespräche begonnen. Wir haben uns dann so ein Abschlussgespräch haben wir gehabt mit Phil und mit dem ganzen Staff eigentlich. Ja, und dann haben wir uns eben zusammengesprochen und zusammengeredet, wie meine Seiten ausschaut und wie einer Seiten ausschaut, wie wir uns die Zukunft vorstellen. Und ich, ja, für mich war eigentlich ganz klar, dass ich da bleiben möchte und weiterspielen möchte. Und auch von anderen Seiten, von der Vereinsseite, war es eigentlich so, dass sie sehr interessiert waren und haben gesagt, sie würden weiterhin mit mir planen. Genau, und dann hat eigentlich alles seinen Lauf genommen und ich bin jetzt froh, dass ich eben ein Jahr verlängert habe. Du zählst mittlerweile zu den erfahrensten österreichischen Spielern in der Winterthur Ice Hockey League, gehst nächste Saison auf dein 700. Ligaspiel zu. Wie blickst du jetzt einmal zurück auf diese lange Zeit in der österreichischen Bundesliga? Ja, es ist eine sehr schöne Zeit. Ich bin sehr stolz darauf, dass ich so lange als Eishockey-Profi tätig sein darf. Und ja, es war wirklich zu Beginn in Salzburg immer eine sehr schöne Zeit. Ich habe dort gleich am Anfang in meinen ersten 6 Jahre 4 Meistertitel gewinnen dürfen. Das war natürlich was Schönes. Jetzt ist schon wieder eine Zeit her, dass das passiert ist. Darum schätzt man es dann wieder mehr eigentlich im Nachhinein. Ich habe in Klagenfurt zwei schöne Jahre gehabt und bin jetzt wieder in Linz, meine 6. Saison dann. Und ja, wirklich eine sehr, sehr schöne Zeit und möchte nichts missen. Du hast auch mit deinem Heimatverein jetzt schon einige Höhen und Tiefen erlebt. Wie war denn jetzt die Saison, die erste nach diesen 2 eher negativen Jahren? Wie ist es dir letztes Jahr persönlich gegangen? Sehr positiv, muss man sagen. Also wir haben, wie gesagt, die vorigen 2 Jahre, wie du angesprochen hast, waren eher negativ mannschaftlich gesehen und auch persönlich gesehen. War es nicht das Gelbe vom Ei? Letztes Jahr haben wir uns einfach als Mannschaft wiedergefunden. Es hat sehr viele Veränderungen gegeben im Vorstand und im ganzen Verein. Alles sehr, sehr positiv. Schlussendlich hat es halt dann nicht gereicht, dass wir ins Halbfinale gekommen sind. Aber trotz allem, auch ich persönlich habe es sehr positiv empfunden, die Saison. Habe mich wieder einen Schritt weiterentwickelt und genau so soll es weitergehen. Ja. Wie siehst du da persönlich deine Rolle? Du hast letztes Jahr wieder 5 Tore erzielt, das heißt, du hast deine Torausbeute ein bisschen steigern können. Im Team von Philipp Lukas gibt es sehr viele junge Spieler auch. Wo siehst du da deinen Platz? Ja, ich glaube, dass ich eben durch das, dass ich ein bisschen reifer geworden bin, jetzt natürlich über die Jahre ein bisschen mehr Erfahrung haben, möchte ich das die jungen Spieler weitergeben. Sowohl am Eis als auch abseits vom Eis. Und ja, ich sehe meine Rolle trotzdem schon langsam immer mehr als Führungsspieler. Eher defensiv, das ist ein solides Spiel, offensiv, okay, wenn ich ein paar Tore mache, ist natürlich super. Ich bin nicht der Goalgetter, das weiß ich, aber trotz allem, ich sehe mich eher als defensiveren Stürmer und schaue, dass ich defensiv meine Arbeit mache und genau und so irgendwie dann die Mannschaft führe. Bevor ihr nächstes Jahr wieder angreift, jetzt steht der Sommer an, wie sieht der Sommer bei Marco Bucker aus? Sehr busy. Eben dadurch, dass ich nebenbei auch noch studiere, muss ich das alles ein bisschen vereinbaren mit dem Sommertraining und dem Studium zusammen. Ja, grundsätzlich haben wir 5 bis 6 Tage die Woche Training. Das kann man sich je nachdem selbstständig ein bisschen einteilen. Uni habe ich eben auch Montag bis Freitag, nicht jeden Tag, aber fast jeden Tag. Und ja, grundsätzlich im Juni bin ich mal eine Woche auf Urlaub, dann im Juli nochmal ein bisschen Urlaub, das gehört auch dazu, dass man ein bisschen abschalten kann. Ja, grundsätzlich alles, was ich brauche und was mir Spaß macht. Jetzt war letztes Jahr das große Comeback der Fans, die Begeisterung ist zurückgekehrt in Linzer Geis Arena. Was möchtest du den Linzer Fans für die nächste Spielzeit mitgeben? Dass sie genau dort anschließen, wo sie aufgehört haben. Sie haben uns wirklich tatkräftig unterstützt während der Saison. Vor allem im Playoff hat man es dann wieder gemerkt, dass die Begeisterung da war, dass das Feuer da ist. Und es macht uns Spielern einfach wesentlich mehr Spaß und Freude, dass wir da aufs Eis gehen, wenn die Fans auch dabei sind und wenn eine Stimmung in der Halle ist. Und ja, und das wünschen wir wieder, dass die Halle wieder voll ist und genau die Begeisterung so bleibt.